weil sie auch das 1:0 erzielen. In Person von Linus Zimmer. Am langen Eck reingelupft das Ganze. Gefühlvoll und clever. 1:0 RB Leipzig. Klasse Brustmitnahme von Jan Thielmann. Köln ja mit dem größten Anteil an Nationalspielern. Da haben wir Martin Heck, den 34-jährigen Trainer des 1. FC Köln. Trainierte zuvor die zweite Mannschaft des FC und jetzt Verantwortlicher der U16. Auf der anderen Seite haben wir Marco Kurt. Und wer sich ein bisschen in der Bundesliga auskennt, wird Marco Kurt kennen, während hier der Schlussversuch ist. 39 Jahre alt. Ex-Profi, 189 Zweitligaspiele. Es hat für 8 Bundesligaspiele gereicht. Seine erfolgreichste Zeit, und daher können ihn die meisten kennen, zwischen 2008 und 2012 bei Energie Cottbus. Marco Kurt also mittlerweile Trainer und verantwortlich für die U16 in Leipzig. Also auch hier ein weiterer Ex-Profi an der Bande in Lübeck. Zweiter Ball auf der Platte. Spieler lösen das entspannt. Ballbesitz für die Rheinländer. Und Leipzig wieder mit dem Ball gewinnen. Das haben sie im ersten Spiel schon gut gemacht. Da waren sie sehr zweikampfstark. Gegner immer wieder unter Druck gesetzt. Ja, auch so die kleinen Scharmützel. Sehr intensives Spiel, geht ordentlich zur Sache. Zwei körperlich sehr starke Mannschaften. Oh. Wenn er da Freistoß für Köln pfeift, hätte es durchaus die Möglichkeit eines Vorteils gegeben, glaube ich, in diesem Moment. Kölner Begeisterung über diesen Pfiff hielt sich auch auf jeden Fall in Grenzen. So, das war rausgespielt und dann auf der Linie geklärt. Ganz wichtig. Fast der Ausgleich für den 1. FC Köln. Das ist eine nicklige Partie, eine intensive Partie. Kommen wir noch nicht so richtig spielerisch ins Rollen. Das war klasse rübergelegt. Wunderbar technisch gemacht. Das war ein ganz starkes Tor durch Bennett Hafke. Da grinst er. So ein leichten Lächeln geht's da von der Platte. Hier, zack. Dieser Wischer über den Ball und dann vollendet. Marco Kurz gibt's Anerkennung und Respekt vom Trainer. Da gibt's noch einen Schluck aus der Pulle. Hast du dir verdient. Für das Tor. Schaut gebannt auf den Schussversuch der Kölner, die nicht ganz so zielsicher sind in den Abschlüssen. Die Kölner stellen, weil wir diesen Angriff noch am mitnehmen gerade. Und das hat sich gelohnt, weil Markus Krohn zum 1:2 trifft. Die Kölner Nummer 3. Klasse gemacht. Erst Pass verzögern, genau in den Lauf gespielt, direkt Annahme möglich. Wunderbares Tor. Und die Leipziger schon wieder auf der anderen Seite. Also es ist Tempo drin. Es ist nicht so fußballtechnisch hochattraktiv. Da wedelt die Fahne des 1. FC Köln. Das könnte bei einem 2:2 sicherlich auch noch mit etwas mehr Inbrunst geschehen.
Wir warten das mal ab. Nächster Ballgewinn für die Kölner. Kein Foul gepfiffen. Leipzig jetzt wieder im Ballbesitz, aber da ist Nationalspieler Friedsam dabei, der jetzt noch wieder eingesetzt wird, spielt viel mit. Das ist eine DFB-Voraussetzung. Fußballspielende Torhüter. Ball wird jetzt wieder eingeschossen. Name Friedsam. Mit Sebastian Papila. Schöne Brustabnahme. Ja, dann der Pass war eigentlich unnötig. Ist ja deutlich sicherer lösen können. Da ist Friedsam wieder. Die Kölner stellen in der Turnierhistorie die meisten Scorer. Das heißt, die meisten Top-Torschützen bzw. Vorlagengeber des Turniers. Jetzt sehen wir erst den Leipzig-Angriff mit klasse Finte. Und wunderbar pariert wieder von Friedsam. Der erste Topscorer der Kölner, den dürfte man kennen. Kommt aus dem Jahr 2001 und heißt Lukas Podolski. Danach im Jahr 2006 Tana Jalcin. Den kennt man vielleicht auch noch. 35 Bundesligaspiele für Köln. 35 Superlig-Spiele in der Türkei auch gemacht. Während jetzt fast der Ausgleich hier fällt. Knappe Geschichte. Also Köln ist ebenbürtig. Dritter Topscorer, um das abzuschließen, Dennis Kutzka aus dem Jahr 2007. Bei ihm hat es nicht zu einer Profikarriere gereicht. Also drei Topscorer der Kölner, das sind die meisten zusammen mit Hertha BSC Berlin. Wir haben einen Weltmeister, einen Ex-Profi. Das ist, denke ich, eine gute Quote. Und wir sind sehr gespannt, wer sich in diesem Jahr herausstellt als Topscorer des Turniers 2018. Jetzt aber zurück in dieses Spiel, in die letzten zwei Minuten, in einer Partie, in der noch alles offen ist. Da fiebert man mit auf der Bank. Am liebsten sofort wieder auf. Helfen. Klasse Ablage. Knapper Schussversuch. Dennis Dahmen mit dem Versuch. Anderthalb Minuten vor Ende der Partie. So, weiter Ball angerollt. Gut gemacht, auch gut behauptet. Wichtige Rettungstat. Köln wieder am Ballbesitz. Die haben noch eine gute Minute Zeit, hier den Ausgleich zu erzielen. Nächster weiter Versuch. Per Kopf geklärt, es gibt Freistoß. Ball war auf der Mittellinie. Das ist der Schussversuch und eine gute Parade von Janne Kamens, dem Keeper der Leipziger. Ja, Foulspiel richtig. Haben wir in der Großaufnahme gesehen. Ja, das scheint auch wehgetan zu haben. Grund für Zeitspiel gibt es ja nicht wirklich. Die Uhr ist eh angehalten. Wenn also hier jemand liegt, anders als vielleicht draußen in dem anderen Bundesligaspiel, tut es hier wirklich weh. Weiter Ball mit dem Hinterkopf. Hätte da gerne noch einen Eckball gehabt. 38 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ja, ist bei Köln jetzt wenig Fußball, viel Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob es die richtige Marschroute ist. Sie hätten noch Zeit für einen strukturierten Angriff gehabt. Da war richtig Dampf drin im Zweikampf. Freistoß jetzt für Köln. USE angehalten. 20 Sekunden auf der Uhr. Wieder verteidigt. Weiter Ball. Schussversuch, wieder knapp, wieder einer dazwischen. Eckball nochmal für die Kölner. 9 Sekunden auf der Uhr. Leipzigs Trainer hätte da gerne Abstoß gehabt. Co-Trainer ist Fuchsteufelswilder. Jetzt der Ball quer gespielt. Die brauchen dann zu lange. Und das war's. Leipzig gewinnt. Treffer zählt nicht mehr. Mit 2:1 gegen den ersten FC Köln. Ja.
Wir hören uns gleich bei der nächsten Partie.